Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Haben jetzt die ersten Einheiten ja dann jetzt auch schon hinter uns gebracht und da ist auf jeden Fall schon ordentlich Pfeffer drin. Also man merkt erstmal den Konkurrenzkampf natürlich, dann zur Nominierung hin und ja auch einfach, dass alle wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Beginn und ich glaube, dass Steffi auch bisher mit den Einheiten mit uns zufrieden ist. Das Länderspiel gegen Brasilien, da haben wir eine sehr gute Mannschaft gegen uns, technisch starke Mannschaft, die auch sehr gut Fußball spielen kann. Und da werden wir einfach noch mal zu 100% gefordert werden. Und deswegen freue ich mich auf alle Tests, die jetzt anstehen. Du hast viele Spielerinnen dabei, die sehr unerfahren sind, die noch diese Leichtigkeit mitbringen, ja, einfach Fußball spielen zu wollen, die Leidenschaft mitbringen, diesen Spaß mitbringen, einfach zu zeigen, was sie alle drauf haben. Dadurch, dass ich den EM-Titel halt noch nicht geholt habe und es jetzt tatsächlich auch meine erste EM ist, bin ich natürlich da auch sehr hungrig drauf, dann den Pokal wieder mitzunehmen. Das beste Beispiel war ja, glaube ich, die EM 2013. Da hat uns das ja auch keiner zugetraut, dass wir Europameister werden. Und ja, unser Ziel ist natürlich, ins Finale zu kommen und Europameister zu werden. Na klar, Gribbels, das wäre ja blöd, wenn es nicht so wäre. Also ich glaube, jeder ist heiß drauf, jeder möchte unbedingt dabei sein und jeder wird jetzt einfach 100% Vollgas geben in jeder Trainingseinheit.